Hallo meine kleinen Kartoffeln und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simulacra. Wir sind gerade an einer komischen Wendung angekommen, wo ich nicht so wirklich weiß, was denn jetzt überhaupt passiert und wie jetzt überhaupt irgendwas passiert. Greg steht bei Anna offiziell vor der Tür und irgendwas scheint falsch zu sein. Anna hat nämlich auf Jabba etwas gepostet, dass sie angeblich zu Hause ist, auf ihrem Bett liegt, ein bisschen rumchillt. Und Greg ist jetzt nach ihr schauen gegangen. Und irgendwas läuft hier gar nicht so gut. Wir schauen jetzt, was es ist. Wir versuchen, das herauszufinden. Key doesn't work. Doors already open. Davon gehe ich doch stark aus, oder? I can't hear someone inside. Doesn't sound like her. I'm going in. Bitte schreibt mir weiterhin zurück. Something's wrong. There was this voice or sound. Fuck. I am recording this. Alter. Ich hoffe, er kann uns einfach... Her cat has gone to... I don't see Toby anywhere. Ich hoffe, nur wir hören das gleich nicht auch noch. Okay, er hat tatsächlich eine Sprachnachricht gemacht. Ich bin mir jetzt echt unsicher, ob wir das wirklich anhören sollen oder ob ich wissen will, was da jetzt auf mich wartet. Können wir die Nachricht irgendwie entschlüsseln oder so? Vielleicht kriegen wir das später noch irgendwie den Clou raus. Find the source of the Jabba post. Anything that stands out. Wir wollen natürlich erstmal wissen, ob irgendwas Unnatürliches passiert ist. Und es ist alles durcheinander. Da liegen Sachen im Flur. Und sie ist immer normalerweise hinten dran, alles organisiert zu halten. Wir glauben an einen Raub, beziehungsweise vielleicht auch nicht, denn der Laptop ist noch da. Wir müssen natürlich jetzt herausfinden, wo der Jabba-Post herkam. Der kam definitiv aus ihrem Zimmer. Und der Laptop ist noch warm. Also war sie definitiv hier und hat sogar noch was gepostet. Alles ist aber noch da. Das heißt, wir wissen nicht, was hier abgeht. Alles ist ziemlich unnatürlich. Alles ist so ein bisschen... Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wir die ganze Sache hier verdauen sollen. Maybe she went for a trip... It's ghosts, definitely ghosts. There's a reasonable explanation for this. Wir müssen daran glauben, dass hier alles beim Rechten zugeht, obwohl das, was hier mit dem Handy passiert, kann ja irgendwie nicht mehr rechtens sein. Aber das wollten wir ja bei Greg sowieso so ein bisschen außen vor lassen. Einfach quasi nicht noch mehr Unruhe stiften, als wir sowieso schon haben. Und deswegen gibt's dafür natürlich einen plausiblen Grund, was Greg natürlich nicht glauben mag, denn... Was? Has been made from Anna home PC to permanently delete all files. You have to cancel request. Alter, was? Something happened. Tell. Okay, möchte er unser Phone deleten? Holy shit. Alter, schreib zurück. Me deleted what? I'm not... doing anything. Did you do something? Don't you dare deleting anything? We need as much info to find Anna. Stop pretending I'm a clock here trying to destroy evidence. Ach du Scheiße. A timed factory reset. The hell? Calm the fuck down. What me? What is happening? You said data is reset or something. How did it happen? It's from Anna's laptop. Alles klar. Okay, just hang on, let me check her laptop. Shit, I see it too. Remotely deleted all data. How the fuck that happened? I didn't touch anything. Stop er soll endlich die Fresse halten und soll uns helfen. Los, los, los. Ach du Kacke. Wir haben noch 40 Sekunden, Alter. I see it. Alles klar, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, fuck me. Was denn? To turn it off, to answer some security questions. There are three. Fuck. Warte mal. You can't put it in any order.
You can put it in order, but we, Tobias oder so. Hardy. Nein, wie war das? Bitte nicht. Och nee, this phone belongs to Anna. I asked for your name. Okay, ich glaube, das sollte alles gelöscht werden. Dann, William. Full name, please. William. William. William Schwilliam. Hello, William Schwilliam. For a more personalized user experience, please answer the following questions to help us better serve your needs. Don't worry, it will only take a moment. Alles klar. How old are you? Okay, ich bin 21 Jahre alt. Das, meine Home Country ist natürlich Deutschland. Are you a user? A new user or an experienced user? Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Also Experience bin ich ja jetzt nicht sonderlich. Aber ich gebe es trotzdem mal an. If needed, would you like to manually configure the new settings or allow the phone to do it for you automatically? Automatisch? Do you like to do backup your phone often or occasionally? Often. Do you like to sleep late or sleep early? Ich gehe lieber früh schlafen, jedenfalls unter der Woche. What is your favorite kind of smell? Klo? Nee, natürlich nicht. Vanille, will ich jetzt einfach mal sagen. Ist mir jetzt das erste, ist jetzt das erste gewesen, was mir eingefallen ist. Do you prefer to eat? Alter, Rippchen natürlich. Holy shit. Tell me about your saddest moment in life. Der traurigste Moment in meinem Leben, als ich alleine auf der Parkbank saß im Park. Sogar die Tauben hatten mich verlassen. Und ich war ganz alleine und traurig im Park. Es hat geregnet. Und eine Laterne schien auf mich herab. Nee, doch nicht. PC kaputt. Alles klar. So, PC kaputt. You have to tell me more. PC kaputt. Also ging ich kacken. Nee, Spaß. Das lassen wir lieber. PC... Nee, Internet. Internet ging nicht und ich konnte nicht ins TS. Alles klar. So. Are you paranoid that your phone or laptop camera might be recording you every move? Yes! Das kann natürlich sein, dass meine Kamera jeden einzelnen Move von mir aufnimmt. If everyone can only tell the truth all the time, do you think this will make the world a better or worse place? Ich glaube, es würde die Welt schlechter machen. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn man lügen kann. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth? Ich versuch's. Nein, versuch ich doch nicht. Would you rather know the date of your death or the cause of your death? Ich würde lieber, glaube ich, das, die Ursache finden. Was? Would you rather lose your mind or all your limbs? Ich würde, glaube ich, lieber meine Extremitäten verlieren. If you look behind your right now, would you rather see a floating disembodied head or a headless body? Holy shit. Headless Buddy wäre, glaube ich, cooler als der Kopf. Can I touch your hair? Sure. You agree to surrender all of your personal data to Iris OS for the further improvement of your experience in other services
at our discretion. Agree. We value your privacy and will not use log data for any other purposes. Boah, was ist das bitte? Ach du Scheiße. Bitte sag mir, dass wir jetzt einfach... Oh Gottes Willen, okay. Wir müssen erstmal hier schauen, was abgeht. Welcome, William Schwim. Congratulations, you are all set up. As a user of Iris OS, we are always one step ahead in providing you with the support you need to your utmost convenience. Alles klar. For access to our other services, please log in with your email, mit your Iris email given below. William Schwim 97. Okay. Alles klar. Brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Es sei denn, die wollen das jetzt halt wirklich, beziehungsweise ich glaube, wir müssen uns da einloggen, um unsere Backup vielleicht wieder rauszukriegen. Hi William Schwilliam, willkommen zu unserem Standard-Chat von uns. Das machen die jetzt ein Jahr lang mit uns. Und danach werden sie mir eine ein Abonnement über ein Jahr aufdrücken, ist ja wie immer klar. Und remember, we are always watching over you. Ja, die schauen mich halt immer an. Your Chat-ID is William97, alles klar. So, nochmal kurz zur E-Mail. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Können wir hier irgendwo draufdrücken? Das haben wir auf jeden Fall hart gefailed. Das ist natürlich blöd, ne? Fuck. Aber wir können es jetzt nicht ändern. Wir müssen uns jetzt irgendwie... Ich guck jetzt erstmal, ob ich mich hier irgendwie einloggen kann oder so. Updating is easy and free. Data charges may apply where apply. Ich will jetzt unbedingt wissen, was das ist. Are you safe? Oh Gott. Are you safe? Who is in danger? Who is this? Ich möchte erstmal wissen, wer der Typ ist. Können wir da drauf drücken? Nee, können wir nicht. Don't you recognize me? It's voice. Do not. Was? You need to tune it out. Also das ist voll schwierig, wenn das überall Groß- und Kleinschreibung ist und sich nichts unterscheidet. You're the only one speaking here. Speak proper English, please. Genau, erstmal richtiges Englisch sprechen. Wir haben hier auf jeden Fall voll das Problem, dass immer die Tage wechseln, warum auch immer. I am trying. I am losing. It's voice. Do not believe it. Okay, ich schaue mir erstmal an. Words. Ne, warte mal. It's words. You must resist. You must resist its words. Das hört sich auch ganz gut an. Ach du Scheiße. It's image. It's a lie. Oh Gott, jetzt lass mich doch bitte. Something is wrong. Schreibe bitte nicht noch mehr. You must have seen it. Okay, wir müssen hier also so ein bisschen Englisch-Skills jetzt beweisen. You are not Anna. Okay, ich muss niesen. This is not Anna. I am Anna. Das ist echt nicht Anna. Sorry. She will be gone soon. Warum wird sie... Hä? I cannot remember. Alter, der Typ ist halt echt krank. Was ist denn los mit dem? You will find her and find me. You
will find me and find her? Nee, okay, ergibt alles keinen Sinn. You will find me. Oh Gott, ich kann das nicht entziffern. Will you find me and... Oh nein! Will you find me and find her? Oder wir tauschen das hier und das hier? Will you find her and find me? You will find me and find her? Nee. Hä? Ich weiß nicht so ganz. Geht es auch ein bisschen langsamer? Order to rebuild the message. Find me? Ach so, warte mal. Find me and you will find her. Das ergibt natürlich auch Sinn. If not... Penis. Oh, Kacke. Das war ja jetzt ein bisschen blöd. So, haben wir. Saving. Ach du Scheiße, er steht halt einfach auf einem Hochhaus. Was soll denn das jetzt? Möchte er uns jetzt verhohle piepeln? Is what... Ganz kurz nochmal, um jetzt zurückzukommen auf die ganze Sache. Hä, ich hab ja das doch eben richtig gesagt, oder? Ihr Name war doch Hardy. Warte mal, Greg. Ich hab doch Hardy geschrieben. Every wrong answer will drop the timer by 10 seconds. Make sure to get it right. Text. Next. Alles hat geklopft. Es hat geklopft. Fuck. Hello, fuck. Please tell me it works. If the data is gone, I am going to fucking kill you. I cannot lose Anna. The data is still here, I think. Alles klar. Wir denken auf jeden Fall, dass die Daten jetzt alle wieder hier sind. Aber wir können auch nicht irgendwie nach links drehen oder sowas. Ne? Der Hintergrund bleibt quasi immer auf dieser Position. It restored itself automatically. Ah Mann, das ist doch schlimm. Also ich komme gerade nicht so wirklich hinten dran. Es will mich gerade ultra trollen an alles sowieso und so. I'm not going to question it. This is too much weirdness for one day. Okay, here it is. I found something on her laptop. Alles klar. Was passiert? Porn Stash? Mehr Hinweise? Oder... ob er noch mehr gespioniert hat. Wir fragen ihn mal nach mehr Hinweisen. Nur was? Another one at her workstation? Then you see now, we work with what we have. I'm restoring from her laptop first. Alles klar, das heißt... wir müssen jetzt echt ein paar Sachen herstellen, ne? Weil er hat quasi... Oh Gott, deswegen bin ich gerade erschrocken. Jetzt sollten wir eigentlich mehrere Sachen sehen, ne? Jetzt sollten wir mehr Sachen sehen, als wir vorher hatten. Und damit natürlich auch mehr anfangen können. Das nervt mich nur ein bisschen, dass wir hier so viel rumschreiben müssen. I was looking through your notebook. Is there something you are not telling me? I've been helpful so far. What are you implying? Was sollen wir denn verstecken? Ich weiß gerade nicht, worauf er hinausspielt. Oder worauf er anspielt. It says in her notebook that she met someone on Spark. Didn't you mention that she matched with some people on Spark? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal gucken.
Nee, Spark, natürlich, Spark, klar. Ja, habe ich doch, habe ich ihm das nicht gesagt? Ich glaube, ich habe ihm das gesagt. Ich glaube, ich habe ihm das doch nicht gesagt. Ich habe ihm das nicht gesagt, glaube ich. Aber das ist diese Sache mit Taylor halt, ne? So, you've been talking to this guy all this time. How much have you told him? Ich habe ihm natürlich alles gesagt, hallo. Der hilft uns ja genauso wie Greg. Er hat gerade eben gefragt, ob wir ehrlich sind. Und jetzt sind wir ehrlich. Ach, ich bin mir halt echt unsicher, wie ich diesen Greg einschätzen soll. Auf der einen Seite lief halt, der hat so voll den seriösen, netten Eindruck, eben halt dieser Freund, ne? Auf der anderen Seite ist er mir aber total unsympathisch. Das ist witzig. Eigentlich ist es nicht witzig, aber irgendwie ist es auch witzig. Jetzt müssen wir ihm erstmal beibringen, dass wir nur so weit gekommen sind, weil uns eben der Gute auch so ein bisschen geholfen hat. I am her fucking boyfriend, so you better stop listening to this crap and do as I say. Stay on the line, I am going to make some calls. Get to the bottom of the Spark thing. Alles klar. Erstmal wieder zurück hierher. Wir haben einige Chats gekriegt. Das Gute ist... Hey, God, I just read my text. I'm so, so sorry. Can you do me a favor and just ignore all of it? I had a wee bit too much to drink last night. Okay, das hat also nichts mehr mit unserer momentanen Situation zu tun. Jedenfalls nicht so, meiner Meinung nach. Ist Greg jetzt auch komplett recovered? Ah nee, warte mal. Wir haben die jetzt beide gleich nochmal hier drin, ne? Jetzt habe ich es verstanden. Das eine ist Greg recovered und das andere ist einfach nur Greg. Alles klar. So, dann haben wir hier nochmal eine Mail. I am following up on the application of my 2-week study leave. I have not heard from you since. I totally understand if it's not approved. I just need to know so I can prepare. Hey, I got your application, but the boss is sitting on it for now. It's regarding that thing you brought up. Text me when you're in the office and I will explain. Okay, okay, okay. Wir können dir jetzt aber leider nicht zurückschreiben. Wir sind gerade so voll in so einer misslichen Lage. If you wish to keep track of your orders, please log into your Rainforest account. Ich weiß gerade nicht, was... Rainforest ist, deswegen lasse ich das erstmal. Hey Anna, looks like you're my receiver for the next week's company gift swap. I know the gifts are meant to be a secret, but I don't like giving gifts that you ultimately don't want. So I'm breaking tradition and will get you something that you truly deserve. Nur was? Ach du Kacke. Ja, alles klar, herzlichen Glückwunsch. Erstmal angucken, was hier so steht. Tell me your dress size and I will pick the perfect body for you. Umgekehrt. Dress kommt hierhin. I pick the perfect Dress for you, jawoll! Alter, ich bin so ein geiler Typ, ne? You somehow managed to look so hot in office wear, so why not I get you a smashing office dress? Tell me your body size and I will pick the perfect dress for you. Okay, er möchte sie also quasi anmachen. Er möchte ihr sagen, dass sie gut aussieht, besonders in einer Bürouniform. Und er möchte ihr natürlich eine sehr, sehr gut aussehende Bürouniform zukommen lassen, gerade im Zuge eines Geschenke herumreichens, wie auch immer man das nennt. Ne? Die beschenken sich scheinbar öfter mal gegenseitig. Er möchte alle ihre Größen wissen und möchte ihr tatsächlich ein Kleid machen, ne? Also wenn ich das richtig verstehe, möchte er sowas hier anfangen.
Und natürlich möchte er da nicht zu aufdringlich wirken, aber er hat schon Bock drauf, denke ich mal. Ja gut, alles klar. Dice Roll Insurance, was auch immer eine Dice Roll Insurance ist, da geht's schon wieder richtig ab hier. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Zeug steht erstmal nicht zur Debatte. Oh ja, guck mal, hier endlich mehr Videos. Das hier ist der First Vlog, den hatten wir ja schon gesehen, genau. Hi. Dann gucken wir jetzt mal noch den zweiten an. Ashley is so adorable. We were on the phone for hours and I only said like two words. And like a good bestie, I sat through the entire thing. I don't know what it is about her and guys. She's always, I don't know, self-conscious about it. I'm not like that with Greg. Should I be? I mean, he's been good to me, I guess. Okay. Sie hat auf jeden Fall ein paar Zweifel so an Greg, beziehungsweise fragt sie sich auch so ein bisschen, was mit Ashley los ist, und allgemein war das gerade ein ziemlich verwirrender Post. Hallo? From the Office of Admissions, the University of Cunningham, we have received your application to the School of Veterinary Science. We regret to inform you that you have not been shortlisted. Blah, blah, blah. We thank you. Blah, blah, blah. They didn't even say why. And they have to take 3 months for this? Ugh, this is not helping! This is not helping. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, ne? Holy shit, das ist halt echt nicht helping. Und hier unten, die Dinger sind immer noch nicht so ganz zusammengesetzt worden. Aber jedenfalls wissen wir jetzt schon mal, dass sie nicht auf diese Schule gekommen ist. Das finde ich schon mal ganz gut. Today is gonna be an interesting day, I can feel it. Und voll das hübsche Foto, nur leider ist das vor 5 Minuten passiert und wir haben ihr Handy. Haven't seen you for a while. Where you've been? Yeah, where you've been. It's not like you to miss Jim. I am fine, just got caught up with work. That's all. Going to take a short break. Don't worry about me. Okay. Anna antwortet hier sogar gerade, dass niemand sich um sie kümmern soll. Sie hat einfach nur viel auf der Arbeit zu tun. Und mehr Probleme gibt es da gar nicht. Das hier ist sie ja wieder. Das war ja der Post von vorhin. So ganz verstehe ich das leider nicht. Was geht hier vor sich? Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was von Tyler. Was haben wir hier? I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your heart, love and emotion. Endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your heart, love and emotion. Endlessly. Nice, das ist ein richtig cooler Typ, ey. Vor allen Dingen kann er richtig gut singen. Richtig guter Typ, alles klar. Hey Stranger, anything? Anna posted something on Jabber. Looks like she is chilling at home. I guess she's alright. Nein, sie ist definitiv nicht alright. Sie ist, nicht da. Alter, was war denn das gerade da im Hintergrund? Das hat an meinem linken Ohr so geschlabbert. Das war richtig eklig. Oh Gott, der Wortwitz vor allen Dingen. Maybe she just wanna be left alone. Vielleicht will sie ja alleine gelassen werden. Nein, das glaube ich eher nicht. Was hier alles abgeht, das wüsstest du mal gerne, ey. Holy shit. Wow, no wonder you are single. Ist ein ziemlicher Romantikbolzen, würde ich mal das Ganze nennen. So, what happened exactly? Did Greg check her house or something? What about the post? Greg war da? Hat eine Stimme gehört? Aber keine Anna. Können wir da vielleicht einfach, ja, ich wollte gerade sagen, einfach mal das Ding anhängen? Sorry, I'm at work. Nee, das war's nicht. Anna? Das war's auch nicht. You're not a- Hä? Warte mal. Hey, Do you, Anna? Ich hab grad keine Ahnung. Oh.
Das da ist es. Okay, alles klar. Dann posten wir das einfach mal weg. Did Greg send this to you? This is odd. Anna, would you have called her phone by now, if she's okay? And somehow she makes a post exactly the same time as when Greg is checking it on her. Doesn't it sound a bit strange to you? Accuser, okay, was? Okay, Taylor ist auf jeden Fall der Meinung, dass Anna schon lange ihr Telefon angerufen hätte, wenn es ihr denn gut gehen würde. Aber wir gehen beide davon aus, dass es das nicht tut. Deswegen ist das natürlich ein bisschen blöd, hört sich alles sehr strange an und funktioniert auch nicht so einfach. The simplest answer is most often correct. The easiest answer is most often right. The obvious answer is most often true. Sag ich doch. So, let's say, hypothetically, there is a possibility, das ist eine Möglichkeit, dass Greg irgendwas Blödes bei Anna getan hat und er versteckt es vor mir. Vielleicht hat aber auch Taylor irgendwas Blödes gemacht, ne? Ist natürlich jetzt eine gute Frage. Just a random thought. What if Anna is deliberately trying to get away from Greg? Das stimmt. Maybe he bombarded her with calls and messages to the point where she just went, screw it, and chucked the phone away. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz gute Möglichkeit, dass sie einfach von Greg weg will und deswegen das Phone einfach weggelegt hat. Beziehungsweise, was ja auch nicht erklärt, warum sie das genau vor unsere Tür legt, auf unsere Türschwelle quasi. Ah, Gott. Schade, dass wir keine Sprachnachricht machen können. Ich würde gerne mal unsere liebliche Stimme hören. What kind of person Greg is? He's kind of a dick. The phone's data was almost deleted when he checked her laptop. He mentioned that he got blocked from her apartment. Okay, das ist natürlich, er hat uns ja eben geschrieben, dass er quasi ausgesperrt wurde. Aber das glaubt ihm Taylor nicht. Vielleicht ist sie ja dabei, ihn von sich wegzuhalten. Das glaube ich aber nicht. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Oh Gott, ich weiß nicht, wem ich hier vertrauen soll, Freunde. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Das ist zu viel für mein kleines Gehirn. Und Taylor denkt natürlich, er ist weiterhin irgendwas am Verheimlichen. Und warum würde er wohl wollen, dass Annas Telefon komplett gelöscht ist? Das würde ich gerne auch wissen. Aber das, davon gehen wir einfach mal aus, dass er das nicht war. Und jetzt ist es natürlich noch einfach eine blöde Person. Ich nenne es einfach mal blöde Person. Dick muss ich jetzt nicht unbedingt so wörtlich übersetzen. Beziehungsweise auch nicht sinngemäß. Warum würde Anna jemanden wie ihn daten? Was? All I am saying is, I think there is more to Greg that he is leading on. Okay, again, what else he told you? Was hat er uns noch gesagt? Anna met someone on Spark? Dass er weiß, dass sie Taylor auf Spark gefunden hat. Ach du Kacke. Oh Gott, es wird immer verwirrender. Ich krieg gerade richtig warm, weil ich so hart überlege, wie wir jetzt aus der ganzen Nummer wieder rauskommen. Oh Mann, if I met her, our job would be done. And I wouldn't be talking to you right now. Don't you believe me? Ob ich ihm das glaube? Ja, ich glaube schon. So, da haben wir das ja schon mal geklärt. Jetzt kann ja wieder was Gruseliges passieren. Oh Gott. Call him out. Ich werde dir aber nicht seine verkackte Nummer schicken, ganz ehrlich. Also das ist mir dann doch zu heiß.
Wir schauen jetzt mal, was wir noch hier rausfinden können. If you did something to Anna, we need to know what it is. Remember to get your facts straight and ask him about his actions and behavior. Maybe he will slip up and tell you something we don't know. Genau, vielleicht sagt er uns etwas, wenn wir ihn nur weit genug löchern. Das sollten wir irgendwie hinkriegen, ne? Da drin sind wir ja echt quasi Profi. Und jetzt geht's weiter zu Greg. Aber wie es dort weitergeht und was wir ihn denn fragen werden, wie wir jetzt der ganzen Sache auf die Schliche kommen wollen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Simulacra. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.